Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 hier in der Disaster Area. Und wir sind auf der Suche nach Dimas Cage, die aus irgendeinem Grund in einer Höhle versteckt ist. Und wir vermuten mal, dass man damit die Fogkondenser ausschalten kann, die Far Harbor und andere Settlements davor beschützen, von diesen Scheißviechern hier angegriffen zu werden. Ob wir das tun werden, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn wir den Code haben als irgendwer anderes. Deswegen sammeln wir den einfach mal ein. Auch deshalb, weil wir vielleicht noch etwas anderes über Dima oder auch über Far Harbor rausfinden können. Oder sogar sonst irgendwen, der auf der Insel ist. Das letzte Mal, als wir hier waren, konnte man erstaunlich wenig unter Wasser sehen. Und deswegen haben wir jetzt mal gewartet, bis es Tag ist. Haben ein bisschen was gegessen. Ich habe meine Reds wieder mal geklärt. Und hoffentlich sehen wir jetzt, wo wir eigentlich hier hinlatschen. Ja, das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Okay, was ist das hier? Ach, das ist gar keine Höhle. Das ist einfach nur diese Insel, die gemeint ist. Und hier ist wohl irgendwas angespült worden. Disturbed Earth. Was ist das denn? Wieder ein weiteres Grab? Keine Ahnung. Ich gucke mich hier noch ein bisschen genauer um. Nicht, dass auf der Insel noch irgendwas versteckt ist. Hier ist einiges angeschwemmt worden, so wie es aussieht. Und weiter vorne, you cannot go that way. Okay. Da ist ja noch so ein Schiff, das angespült worden ist. Hier ist wohl der Rand der Spielwelt. Der sagt zwar, ich könnte da nicht weiter. Ob das stimmt, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich weiter dahin gehe, kommt so ein Cthulhu und frisst mich instant auf oder so. Keine Ahnung. Und wenn er sagt, da geht's nicht weiter, dann wird das wohl so sein, ne? Das Schiff da können wir uns vielleicht gleich auch noch angucken. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Quest. So, was haben wir denn hier? Was hat er hier verbuddelt, der gute Dima? Aha. Wind Turbine Code. Da ist er ja. Cleansing the land. Und doch da haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, entweder Dima damit zu konfrontieren oder Far Harbor zu melden oder halt Far Harbor mit dem Ding anzugreifen. Das ginge natürlich auch. Ach du Scheiße. Hier kommt man ja sauschwer voran. Schau, dass man unter Wasser nicht sprinten kann. Das wird mir jetzt gerade mega helfen. Wie, natürlich kann ich hier nicht. Ich will zu einem scheiß Schiff, ja? Könnt mich nicht davon abhalten. Ey, scheiße, man kann hier echt nicht hin. Man kann nicht auf das Schiff. Wollt ihr mich verarschen? Komm schon. Jawohl. Scheiße. Man kann tatsächlich nicht auf das Schiff. Was ist das denn? Unsichtbare Mauern. Ich dachte, aus diesem Zeitalter wären wir raus. Och, Manno. Okay, bevor ich jetzt nochmal durch das Wasser latsche und mir wieder 2000 Reds verpasse, reisen wir einfach. Und wir müssen jetzt noch zum Harbor Grand Hotel. Und da würde ich sagen, gehen wir hier zum Old Pond House. Wir werden jetzt wahrscheinlich instant angegriffen, aber egal. Das ist einfach der kürzeste Weg, würde ich mal sagen. Sah für mich jedenfalls so aus. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt fast alle Geheimnisse von Dima gelüftet. Ein einziges fehlt noch. Und dann kommt die Abrechnung. Für wen entscheiden wir uns? Ich weiß es nicht echt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ach, guck mal, es ist ein Trapper. Aber eigentlich müssen wir uns gar nicht mit denen anlegen, ne? Die sind sowieso. Gibt es wahrscheinlich sowieso keine andere Möglichkeit hier. So. Schön, schlittert den noch extra so schön zu uns. Ich kann es nicht sehen. Da ist einer. Da ist einer. Den stoppen wir. Aber lass das. Ich bin auf der Durchreise. Ich will gar nichts. Es sei denn, ihr schießt auf mich. Dann will ich euch natürlich auch zurück erschießen, ne? Ja, stimmt. Mit dem hatten wir doch schon mal zu kämpfen. Ja, komm her. Ich warte. So. Schluck das. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust, die Typen jetzt hier einzusammeln. So.
Das nehmen wir mit. Die Muni können wir brauchen. Ansonsten habe ich jetzt keine große Luft, mit damit denen zu kämpfen. Wozu? Ich will doch sowieso in eine komplett andere Richtung. Oh, das ist die komplett andere Richtung. Da müssen wir hin. So, ciao Jungs. Ach, guck mal. Cool. Ein fliegender Slapbucket, wieso nicht? Hier fehlt wohl ein Baum oder so. Ist bestimmt beim letzten Sturm irgendwie vom Blitz getroffen worden und ist pulverisiert worden. Hier unten irgendwo liegt die Asche. Aber der Slapbucket hat es irgendwie überlebt. Und da ist immer noch aus irgendeinem Grund Harz drin, das wir mitnehmen können. Ich frag einfach nicht weiter nach. Eins der Mysterien von Far Harbor. So. Das Mysterium des verschwundenen Baums. Haha. So, da vorne, das sieht so aus, als wäre das unser Ziel. Man kann sich irren. Kann natürlich aber auch völlig richtig liegen, das werden wir gleich erfahren. So, hier sind keine anderen unsichtbaren Bäume mehr, glaube ich. Kann man schwer sagen, ne? Aber wenn ich hier so umgestürzte Bäume und so sehe, ne, dann denke ich mir immer, ah, könnte man die jetzt abholzen? Ach, guck mal, wer läuft denn da rum? Legendary Super Mutant Overlord. Aus der Entfernung werden wir den da wahrscheinlich sowieso nicht erwischen können, aber ein bisschen rumschleichen. Yep, das ist definitiv Harbor Grand Hotel. Oh weia, das wird ein größeres Unterfangen, glaube ich. Ich glaube, das wird den Rest der Session hier aufbrauchen. Es sei denn, es ist von innen nicht so groß wie von außen. Was selten der Fall ist in Fallout. Meistens ist es genau umgekehrt. Die haben mich irgendwie entdeckt, aber ich sehe keine... Ach, da oben. Ja, okay. Aua. Warte. Au! Au! Gott, wie viele sind denn hier? Okay, komm her. Nimm den! Den bringt das ja herzlich wenig. Aber den Hund hier können wir damit verkloppen. Doch, dann haben wir gegen den die Muni schon mal gespart. Jetzt kommt nur die Shotgun aus und dann kriegt er hier direkt in die Fresse. Ja, ich glaube, aus der Entfernung würde sogar ein Kind treffen. Nur unser Held natürlich nicht, weil er der letzte Stümper ist, der schlimmer schießt als jede Großmutter der Welt. Naja, jedenfalls, Vets tut das. Dürfte ich, nein? Darf ich? Kurz, danke. So, was machen wir gegen den Typen da oben? Ich pack mal die Ghost Rifle aus. Inzwischen haben wir ja doch recht viel Munition dafür, da könnten wir es ja auch mal ausprobieren, ne? Zack. Ach, wenn er jetzt noch treffen würde. Versuch es doch einfach mal so. So, Critical, nur um ganz sicher zu gehen, dass er auch tot ist. So. So, da drin muss doch irgendwo einer sein. Ach, da ist so ein scheiß Turret, okay. Da brauchen wir aber nicht so ein, die fetten Waffen auszupacken. Obwohl, das ist ein recht starkes Turret. Aber ich habe ja ganz gute Deckung. Und das Ding streut wie Scheiße. Das schießt noch schlechter als ich mit Vets. Okay. Okay. Da werde ich mal kurz was essen. Was haben wir denn hier noch so? Englamit ist keine gute Idee. Wir hatten doch noch hier irgendwo... Hier ist Skull on a Stick. Hier die Wolfrippchen. Lecker Wolfrippchen. Autsch! Scheiße. Der hat da Spaß, ey. Spaß wie ein Heavy in Team Fortress. Wo ist der Typ? Aua. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ach, da oben ist noch so ein Typ. Die haben natürlich da oben eine ziemlich gute Position, ne? Halt auch mit den Türmen. Aua. Die schießen da nach auf mich. Da hinten ist irgend so ein Butcher. Die haben mich hier echt voll eingekesselt, ne? Juhu. Du scheiß Butcher da hinten. Scheiße, ich hätte zurück nach Far Harbor gehen sollen und Munition für meinen Sniper Rifle kaufen sollen, glaube ich. Nein. Ich will eigentlich den... Auch nicht den...
Da unten muss doch noch einer sein, den würde ich gerne anvisieren. Darf ich aber nicht. Zwei. Mit den Hitrates hätte ich die nicht treffen. Wir gehen lieber mal hier rüber. Wir können uns erstmal um den Butcher da kümmern. Die anderen sollten uns hier nicht treffen können. Ah, ich bin nur so weit weg, dass ich nicht viel Schaden mache. Vielleicht können wir uns hier die Hecken als Schutz vor diesen Irren da nehmen. Den Typ dann einfach umrunden und von der anderen Seite angreifen. Ach, guck mal. Da ist er ja schon. Aus irgendeinem Grund dachte ich, der wäre weiter rechts, aber so ist auch gut. Ich wollte mir genau den haben, ne? Aua. Eine automatische Waffe wäre jetzt doch irgendwie geiler gewesen. Aber Wett ist ja sowieso unser Go-To-Mittel inzwischen. Ach, dieser Typ da. Oh, oh, das ist das Auto. Oh, oh shit. Oh shit, wer kommt da angerannt? Gehen Sie bitte weg. Das ist zum Glück nur ein normaler Supermutant, den können wir so wegklatschen. Hat keine Chance. Autsch, 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 autsch. Das wird schwierig, an den Typen ranzukommen. Oh, oh. Au. Tja, die Deckung ist hin. Okay. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt da rein und treten ihn in den Arsch. So, hier vorne zur Hecke. Kann hier durchschießen, ernsthaft? Nee, doch nicht. Okay. Wo bist du, du scheiß Typ? Ist das der da oben? Nee, da ist er. Scheiße, so laut. Au, Mann. Der hat eine echt scheiß gute Position. Es ist voll schwer, den zu treffen. Vielleicht können wir den einfach in eine Granate hier reinwerfen. So. Was machst du jetzt, du scheiß Typ? Oh, ich hab keine AP, das ist schlecht. Lieber mal kurz heilen. Ich bin aus irgendeinem Grund verdammt langsam. Ach so, weil ich zu schwer bin. Wieso bin ich jetzt zu schwer? Ich habe doch gar nichts aufgenommen. Bis gerade eben konnte ich noch ganz normal laufen. What the fuck? Ach so, nee, weil mein Leg sich verabschiedet hat und deswegen habe ich Stärke verloren. Deshalb. So, ein Schuss. Jawoll. Und da segelt sein Arm runter oder was auch immer. Ach, und der segelt hinterher. Ist das nicht toll? Deswegen war meine AP auch im Arsch. Okay. Noch jemand. Dude, du musst mal gerade was für mich tragen, sonst wird das hier. Wird das hier eine beschissene Angelegenheit. Da, halt mal ein paar Hammer für mich. Das wäre mega freundlich von dir. Vielen Dank. So, das können wir ruhig alles mitnehmen. Das ist nicht schlecht. An den da oben kommen wir schlecht dran. So, ist hier irgendwas? Nee, brauchst du es nicht so. Nicht wirklich. So, und da müssen wir irgendwie rein. Das mit Bobbypinne nehmen wir schon mal mit. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so schwer bin. Ich Idiot habe vergessen, die Kleidung auseinanderzunehmen, die ich dabei hatte. Vom letzten Mal noch. Oh, oh, da sind noch mehr. Noch mehr. Ach gut, wenn er Nahkampf haben will, dann kann er Nahkampf haben. Da! Nimm den! Zack! Und wack! Und immer schön auf die Fresse. Immer mit in die Fresse rein. Genau, jag deinen eigenen Kumpel in die Luft. Finde ich gut. Zack. 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 Und jetzt stirb! Mit deinem scheiß Holzbrett da. Ist doch keine Chance. Ich glaube, Blade Ball, was will er denn damit? So, ich will definitiv nicht in die Luft fliegen. Also gehen wir mal ein Stück hier. Ach du Scheiße. Das ist der ganze Fuhrpark in die Luft geflogen. Mein Wolfsfleisch ist nicht so gut. Wir haben doch hier noch Mückenhagen-Chops. Die schnappen wir uns jetzt mal. Alle.
Sonst habe ich jetzt nur noch meine Stimpaks. Okay. Ja, na toll. Den werde ich ja niemals down kriegen. Vielleicht lassen wir die Mewtwo-Slime versuchen, aus dem hier reinzukommen. Bevor die hier noch das ganze Hotel in die Luft jagen, das wäre nicht so gut. Aber eigentlich müsste ich erst zurück. Denn ich bin ja jetzt schon zu schwer. Das Hotel da ist bestimmt nicht klein. Ha, ich seh die leider auch nicht. Da drüben. Primus. Oh, toll. Shit, nicht getroffen. Jetzt weißt du, wo ich bin. Oh, hinter mir. Oh, hallo. Wieso hat er mich gerade eben nicht gesehen? Was geht mit dem ab? Bist du blind oder was? Na gut. So, die Hunde hier. Okay, es ist ein Glowing, dass ich vielleicht ein bisschen schwerer bin, damit zu verkloppen. Ah, es geht aber. Es geht doch ziemlich gut. Oh oh. Oh Gott, ich bin hier alles kaputt geschossen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da packt man doch direkt mal das Ding hier aus. So. Den hätten wir. Ah, jetzt bin ich nämlich wieder zu schwer. Ich muss ganz direkt zurück. So scheiß Übermutanten. So, aber da kann er ruhig stehen bleiben. Da habe ich freie Schusswelt. Und der kommt irgendwie nicht auf die Weg zurückzuschießen. Ah, jetzt. So, schöner Kopfschuss hier. Noch so ein Ding, dann ist er weg. Zack. So, den hätten wir. Aber jetzt muss ich wirklich zusehen, dass ich hier wegkomme. Longfellow, lass den Scheiß. Wir kommen später wieder. Ich bin viel zu schwer. So. Einfach warten, bis wir hidden sind. Dann können wir nämlich wegreisen. Was ist denn das hier für ein Abhang? Keine Ahnung, aber ich würde sagen, das Haus hat sich verabschiedet. Gott, wie weit weg müssen wir denn? Aha, jetzt. Hätte ich vielleicht früher sagen müssen. So, dann geht's erstmal an eine komplett andere Ende der Insel, nur um Sachen abzuladen und dann gehen den ganzen Weg wieder zurück. Das ist eigentlich so dämlich, wenn man sich überlegt. Das ist ja Schnellreise. Ich teleportiere mich nicht, der reist ja praktisch dahin und der überspringt die Zeit, damit ich es komfortabler habe. Das heißt, der läuft jetzt viel zu schwer von dem einen Ende der Insel quer über die ganze Insel auf die andere Seite, nur um da die Sachen abzuladen und ein paar Sachen zu scrappen und kommt dann den ganzen Weg wieder zurück. Das ist so useless. Das macht absolut keinen Sinn, aber Fallout-Logik. So. Longfellow, wo bist du? Nicht hier. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Können wir uns erstmal hier Metal Helmet rausstehen? Nee, das scheint nicht so gut zu sein. Okay, den Rest ist Standardkram. Machen wir das vielleicht mal zuerst, denn der Dings hat ja nur Junk, ne? Der Longfellow. So, das kann weg. Das sollte ich tun, nicht behalten. Ich glaube, die behalte ich einfach mal. Der Erinnerung halber oder so. Das sind Charisma-Sachen, die behalte ich. Das ist Lack, das kann weg. Hardhead brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Pet-Outfits brauche ich auch nicht. Oh, das ist Charisma. Das kann weg. Robes of Atoms Devoted. Bald ich mal. Einfach so. So, das kann weg. Es ist natürlich wieder Nacht, damit ich es extra schwer habe, die Sachen hier zu sehen. Ah, ich bin es gewohnt inzwischen.
So, sonst noch was? Da sind noch die Gläser. So. Jedenfalls sind sie schon auch wieder da. Hey. Ja, du kannst mir jetzt gerne die Sachen zurückgeben. Das ist kein Problem. So, inklusive Teddybär. Haben wir gemacht. So, das habe ich schon erledigt. Jetzt geht es um die Waffen. Dann den ganzen Scheiß brauchen wir nicht. Ah, die Samus Child können wir uns doch gleich noch angucken. Die ist mega interessant. Aber zuerst, wenn ich das ganze Zeug hier erledigt habe, auseinandergenommen habe. Oh, hallo. Security Baiten. Das Ding, die Sledgehammers. Die kann auch weg. So. Hier stecken wir jetzt alles rein, was ich nach Hause bringen will. Die Samus Child wollen wir uns ja noch näher angucken, deswegen peitsche ich die erstmal. Das brauchen wir nicht. Die Molochs brauchen wir nicht. Den Rest können wir eigentlich alles noch brauchen. Ich müsste echt mal ausmisten, was Waffen angeht und so. Ich habe eigentlich viel zu viele dabei. So, die Kleidung, die hier anfällt, ist recht viel. So, 8 und so können wir direkt hier reinstopfen. Sozusagen mit Blei, die Bloodpacks, Brain Fungus. Die Buffert können auch da rein. Das kann da rein. Das kann auch da rein. Jet weg, Mantids weg. Das ganze Fleisch. Ach, die Orange Mantids hätte ich eigentlich. Wo war das hin? Ach, egal. Ist egal. Ist es nicht so wichtig. So, ein Stealth Ball behalte ich mal. Vielleicht wird er nochmal nützlich zu dem Junk Stone wieder. Die Mods können wir abgeben. So, und jetzt werde ich erstmal. Das ist wirklich wichtiger. Nicht, dass mein ganzes. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht, dass mein ganzes Material jetzt verballer und dann meine Rüstung nicht mehr hier reparieren kann. Das wird ziemlich schlecht. Boah, die ist auch fast kaputt gegangen. Die Armor-Chest hat natürlich nicht so viel abbekommen. Aber alles andere ist ziemlich am Arsch. Die stecken leider nicht viel ein. Hier die 45er. Was ist denn eigentlich mit dem hier? Stecken die Teile mehr ein? Das interessiert mich jetzt. Ne, sogar noch weniger. Aber auch weil. Es sind ja noch Modell A-Teile. Die stecken einfach nicht so viel ein. So. Die sind falsch, by the way. Hier wollte ich hin. Schauen wir uns doch mal die Samus Child genauer an. Mal sehen, was für einen Receiver hätten wir hier? 3-8er. What? Was ist das hier bitte für eine Klasse? Ist doch eine Shotgun oder etwa nicht? Heavy Frame Receiver, dann geht's auf 68. Erstmal vergleichen, wie viel hat denn meine Diffusie eigentlich? 187! Boah! Heilige Scheiße, ist das hoch. Mit dem Advanced Receiver. Long Ported Shielded Barrel. Gucken wir mal, was das Ding hier kann. Von Automatic, bla bla, 38er. Die 308er werden natürlich viel, viel mehr Schaden. 107. Aber der hat hier ganz andere Receiver und so, ne? Was ist das hier für ein Teil? Powerful Receiver. Den anderen, den, meine. Dings benutze finde ich hier gar nicht. Das Calibrated Power Receiver, was das? Ne, Advanced Receiver war das. Finde ich hier aber gar nicht. Der existiert hier bei dem Ding gar nicht. Es ist eine absolut einzigartige Waffe, würde ich sagen. 308 könnte ich eigentlich auch benutzen, habe ich auch genug. Gut, die ist sogar stärker. Wenn man so einen automatischen Receiver hat, so eine automatische Shotgun, ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber es hat dann nicht sehr viel Schaden. So, mal sehen, es wird auf 92 gehen mit dem 308er, sogar auf 107. Und 308er habe ich auch genug. Zwar bei weitem nicht so viele wie 5,56er, aber schon recht viele. So, alles andere würde ich mal sagen, macht nicht so viel Sinn. Was steht denn da noch? Blabla, was sind so Trigger bei der Rate of Fire?
Also es wäre, ja stimmt, Feuerrate würde sogar noch hochgehen. Krass. Und die Autoreceiver büßen dann halt ziemlich viel Muni ein. Aber hier, der wäre natürlich auch noch eine Sache, ne? Dann würde ich halt bei einem 5,56er bleiben. Und so viel schwächer ist es eigentlich gar nicht, nur so 15. Der Critical Shot Damage in Accuracy, nicht schlecht. Hätte ich hierbei nicht. Wir wissen ja, Critical Shot Damage mag ich. So, machen wir erstmal das, was man auf jeden Fall machen kann, nämlich hier ein Long Portable Barrel. Oh ja, das ist... Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Waffe ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Mal ausprobieren, einfach mal aufbauen und ausprobieren. Superior Recoil Range Inside the QC, Poor Hip Fire QC. Bringt mir aber nicht viel, ne? Wenn das wirklich ein Shotgun ist. Es sieht aus wie eine Shotgun, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. So, das Ding können wir auf jeden Fall mal machen. So, hier haben wir so einen Large Quick Eject Mag, okay. Bayonet Compensator. Zum Break. Aber ja, es wird auf keinen Fall so stark wie meine Lymphozyt-Technik. Die hier kommt nur auf 107. Und mit den ganzen Bonusdingern, die das Teil hat, wäre das nicht schlecht. Aber 180 ist dann doch irgendwie ein ziemlich großer Unterschied. Sonst muss ich aber echt mal ausprobieren, was genau das hier eigentlich für eine Waffe ist. Wenn es jetzt wirklich extrem schnell ist, dann überlege ich es mir nochmal. So. Am besten irgendwo hin, wo ich keinen erschießen kann. Okay. Das ist eher so eine Art Combat Rifle, ne? Das ist kein Shotgun. Okay. Okay. Wenn es keine Shotgun ist, macht es vielleicht mehr Sinn, die hier zu nehmen, als meinen Bullseye. Man sieht, Bullseye hatte 120, aber das Ding hier schießt viel schneller und verwendet, ja gut, also Munition habe ich dafür auch genug, aber verwendet halt nicht so teure Munition. Und die geht auf 92, vielleicht lohnt sich das. Das könnte ich eigentlich mit der Bullseye machen. Könnte ich die nicht einfach noch schneller machen? Weil das stört schon, dass man nach jedem einzelnen Schuss nachladen muss, aber da, so ist das Teil halt nun mal, ne? Das liegt natürlich auch am Receiver. Aber ja, das Ding ist nun mal ein Gewehr, ne? Also viel schneller machen kann man das Ding nicht. Ich glaube, so langsam hat Bullseye echt ausgedient. Sieht wirklich nicht gut aus für die. Ich weiß es nicht. Ich muss wirklich darüber nachdenken. Ich glaube, wir bauen sie einfach und probieren es aus. Also, ja, wir sind jetzt aber hier am Ende der Episode, deswegen sag ich mal, mache ich das einfach mal offscreen. Was? Okay. Ja, ich weiß, was sie meint, aber ja. wir machen dann hier einfach mal Schluss. Ich bastel ein bisschen an der Waffe rum und guck mal, wie ich die hinkriege. Und dann gehen wir zurück und treten den Supermutanten da den Arsch. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge Fallout 4 wieder.